Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Sie scharf programmieren, wir sind bei Schleifen und wir machen heute die sogenannte Vorschleife. Ja, die Vorschleife ist eine kompliziertere Schleife. Warum? Weil es am Anfang relativ viel stehen hat. Ja, ich schreibe das jetzt einfach einmal auf, was die Vorschleife bedeutet. Also, vor. So geht's los. Vor. Ja, schaut noch nicht so kompliziert aus. Klammer auf, haben wir auch schon gehabt. Ja, und jetzt kommen drei Blöcke. Ja, das ist neu. Nicht nur ein Block, sondern es gibt einmal eine Initialisierung. Habe ich klein geschrieben, absichtlich. Gell? Dann Strichpunkt. Dann gibt es eine Bedingung. Ja, eine Condition, eine Bedingung. Und dann gibt es eine Manipulation. Der sogenannten Schleifenvariable. Ja. Klammer zu. Und da drin, das ist jetzt wieder relativ einfach. Ja, weil da drin haben wir wieder die Statements. Ja, Statement 1. Statement 2 und so weiter, und die werden wieder so lange wiederholt, wie die Bedingung wahr ist. Das ist also, ja, was ist denn los? Das haben wir ja bei der Weilschleife genauso gehabt. Ja, das stimmt, aber dieses Mal haben wir da oben gleich die Schleifenvariable, um die müssen wir uns gar nicht kümmern. Um die müssen wir uns gar nicht kümmern. Ja, das wird gleich vor der Vorschleife erledigt. Okay, man hat nämlich immer das oft, ja, weil, und dann gibt es irgendeinen Counter und so weiter. Was ist das jetzt? Was ist die Initialisierung? Ja, eine typische Initialisierung bevor die Vorschleife startet, wird das ausgeführt. Ja, setzt die Schleifenvariable auf einen Startwert. Ja. Setzt die Schleifenvariable auf einen Startwert. Man kann die Schleifenvariable sogar da als definieren, zum Beispiel mit int i ist gleich 0. Ja. Schreibe ich nachher auf, wenn wir sehen, ist sehr typisch. Ja. Bedingung. Ja. Wahrheitsaussage. Über die Wiederholung. Der Schleife. Und zwar Wahrheitsaussage über die Schleifenvariable. Da geht es wieder um die Schleifenvariable. Okay? Und Manipulation. Änderung der Schleifenvariable nach jedem Durchlauf. Also wie geht das? Ich initialisiere die Schleifenvariable, zum Beispiel i ist gleich 0. Und das habe ich die Bedingung, zum Beispiel i ist kleiner wie 10. Ja, dann
ich initialisiere das, schaue auf die Bedingung, i ist kleiner, ja, 0 ist kleiner wie 10, passt, renne ich einmal durch. Dann kommt die Manipulation, da steht zum Beispiel drin, dass ich i um 1 erhöhe. Ja. Dann ist i 1, wird die Bedingung wieder überprüft und läuft wieder durch. Also eine ganz typische Vorbedingung schaut so aus, dass man schreibt vor, ja, eckige Klammer auf, dann sehr oft wird die Schleifenvariable da gleich einmal definiert mit in, ja, und dann kommt es zur Initialisierung, i ist gleich 0, sieht man auch sehr häufig, dann haben wir mal einen Strichpunkt, ja. Dann kommen wir zu der Schleife hin, dann wird die Schleifenvariable i angelegt und gleich einmal mit 0 geladen. Dann kommt die Bedingung, ja, zum Beispiel i kleiner 10. Ja, solange i kleiner 10 ist, wiederhole die Schleife. Und dann kommt die Manipulation, da steht zum Beispiel drin i plus plus. Ja, mit jedem Schleifendurchlauf wird jetzt i um 1 erhöht. Zack. Und da programmieren wir schon. Ja, das ist eine typische ein typisches Beispiel, wie das sehr oft angewandt wird. In diesem Fall läuft die Schleife 10 mal durch. Ja? Nämlich mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn es dann mit 9 zurückkommt, wird es um 1 erhöht, ist 10, wird die Bedingung überprüft, 10 ist nicht mehr kleiner als 10 und tschak, wir machen schon unten weiter. Okay? Also das ist die Vorschleife. Ja? Das hier unten ist ein typisches Beispiel. Ja? Typisches Beispiel. Also diese, wir brauchen sie um eine Schleifenvariable, Abbruchbedingung und so überhaupt nicht mehr kümmern. Ja, das ist alles da schon implizit drinnen in der Vorschleife, wird relativ häufig verwendet dafür. Das i kann ich übrigens, die Schleifenvariable kann ich da in die Statements drin verwenden. Kein Problem, kein Problem. Ja. Gut. Ja. Und das, ich muss nicht da anlegen, das mit int, ja, sondern ich kann die Schleifenvariable, wenn die außen schon definiert ist irgendwo, kann ich es einfach verwenden und da initialisieren. Muss man aber bewusst sein, dass sie manipuliert wird. Ja. Sie wird geändert. Also sie wird erhöht. In dem Fall wird es erhöht, weil ich da minus minus schreibe, wird es erniedrigt. Wir haben ja eh das Beispiel gesehen. Ja. Wir haben ja eh das Beispiel gesehen. Ja, jetzt reden wir da in einer Schleife drin. Manchmal will man, hängt man so in einer Schleife drin und will eigentlich aufhören damit. Ja? Aber es wird und wird nicht true oder false eigentlich. Ja? Wie man so etwas unterbrechen kann und welche Möglichkeiten das da gibt. Oder vielleicht will man nicht alle Statements ausführen, sondern sagen, okay, jetzt bin ich da eigentlich schon so weit, ich brauche den Rest nicht mehr, machen wir weiter. Ja? Was es da für Möglichkeiten gibt, das werden wir uns das nächste Mal anschauen im nächsten Video. Ja? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.